Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich möchte mit Ihnen gerne über Blockchain sprechen und ob Sie tatsächlich der Weg zu neuem Wohlstand sind. Mein Name ist Lasse Clausen, ich bin der Partner von 1KX und vielleicht gleich vorab dem Kollegen von der Deutschen Börse, dem muss ich leider seinen ruhigen Schlaf rauben. Dieses Argument von der Blockchain, dass sie zu viel Energie verwendet, das stimmt für die erste Generation, das kann man ungefähr sehen wie die Kutsche. Wir investieren in die Blockchains, die im Vergleich die Tesla sind. Also sie müssen sich trotzdem Sorgen machen, dass die Blockchain sie komplett ersetzt. Das ist so ein spontaner Gedanke. Und dann vielleicht noch gerade zu dem Thema, wie steht Europa? Wir investieren global. Ich bin viel in Asien, viel in den USA. Manchmal habe ich die Sorge, dass Europa ein Museum wird, wo Asiaten Urlaub machen. Das vielleicht so vorab. Ein bisschen, das ist meine Sorge, die ich gerade so zu Europa habe. Aber ich möchte mit Ihnen über Blockchain sprechen. Und ja, meine Geschichte mit Blockchains ist eigentlich ganz spannend. Die fing an 2012, als ich einfach aus Neugierde ein paar Bitcoins für einen Burger ausgegeben habe. Berlin hatte nämlich den ersten Ort der Welt, wo man auch tatsächlich mit Bitcoin bezahlen konnte. Und ja, es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass einfach diese paar Bitcoins, die ich noch auf meinem Telefon übrig hatte, dann jeweils von ein paar Cent zu über 1000 Dollar im Wert angestiegen sind. Und ich konnte dann trotzdem aber nicht wirklich sehen, dass Bitcoin sich als Bezahlungsmittel groß etablieren würde. Und hatte deswegen dann meine verbliebenen Bitcoins in eine neue Blockchain investiert, die Ethereum heißt. Und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass sie sich auch vertausendfacht hat im Wert. Und zu Beginn 2017 haben wir dann den ersten Blockchain-Fund Europas etabliert, der ausschließlich in öffentliche Protokolle investiert. Und sind mittlerweile eigentlich in einer guten Führungsposition. Wir sind der Initiator der Blockchain Week Berlin, die hat Tausende nach Berlin gebracht, letzten Sommer. Wir sind Organisator von dem ETH Berlin Hackathon, das ist der größte Ethereum-Hackathon der Welt. Und unsere Investoren sind unter anderem Dragonfly Capital Partner, die wiederum die Gründer von Andreessen, Horowitz und Bitmain als Investoren haben. Und ja, kommen wir nochmal zu 2017 und dieser unglaublichen Preiskurve zurück. Was war denn da eigentlich los? Und ich würde es mal so zusammenfassen, wenig verstanden, viel investiert. Also es war einfach, Kryptowährungen haben unglaublich viel Aufmerksamkeit erregt, eigentlich nur, weil die Preise immer nach oben gegangen sind und irgendwelche ganz mysteriösen Projekte riesen Finanzierungsrunden eingesammelt haben. Und die Presse konnte halt einfach nicht genug davon bekommen. Und dann haben eigentlich genau dieselben Medien, die sozusagen Blockchain schon als neues Internet gefeiert hatten, als die Preise dann anfingen zu fallen, dann haben die dann Bitcoin als die größte Bubble in der Geschichte der Menschheit verrissen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, war das wirklich alles nur eine Blase oder steckt eigentlich mehr hinter Blockchains? Und ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine Blase. Aber Blasen sind zwar an sich nicht gut, haben aber gute Nebeneffekte. Es gibt eine Theorie von Carlota Perez, die sagt, dass Blasen eigentlich immer Teile von Technologie-Megazyklen sind. Das heißt, es gibt am Anfang eine neue Technologie, die ermöglicht neue Geschäftsmodelle und auch sehr großen finanziellen Gewinn. Und das löst dann immer einen Investmentrausch aus, also so ein Überfluss an Investment. Aber dadurch auch ein sehr reichhaltiges Experimentierfeld, weil es einfach viel zu viele Investitionen in die Infrastruktur gibt. Und ja, diese These wurde sozusagen belegt anhand von diesen fünf sehr, sehr, sehr großen Industrierevolutionen. Da gab es zum Beispiel den Eisenbahnboom, wo deutlich viel zu viele Gleise gelegt wurden, die an sich waren gar kein gutes Investment. Die waren aber die Infrastruktur für sehr, sehr profitable Transport- und Eisenbahnunternehmen. 2001 ist dann auch zum Beispiel die Glasfaserkabelblase auch geplatzt. Es wurden viel zu viele Glasfaserkabel durch die Ozeane gelegt, die an sich waren ein schlechtes Investment. Aber die Infrastruktur, auf der eben Facebook und Google aufgebaut wurden, hochprofitable Firmen. Und der Blockchains hatte auch seine Blase 2017. Sie erinnern sich, wenig verstanden, aber viel investiert. Und das Ergebnis war aber auch, dass wirklich ein Überfluss an Infrastruktur finanziert wurde. Viele davon sehr, sehr sinnvoll. Unter anderem auch die Teslas der Blockchain. Und und was wir auch sehen, was sehr wichtig ist, dass die größte Anzahl von Software-Entwickler-Talent jetzt in Blockchains aktiv ist, seit Beginn des Internets. Das heißt, wir sehen eigentlich, dass sich da eine neue Technologierevolution anbahnt, das Internet des Geldes. Und ich werde jetzt versuchen, Ihnen zu erklären, was das ist. Und wenn wir mal zurückschauen, so vor circa 30 Jahren konnte man eigentlich nur das Telefon abheben, jemanden anrufen oder vielleicht einen Brief schreiben. Das heißt, der Informationsaustausch war sehr, sehr begrenzt. Und dann einigte sich die Welt auf eine Anzahl von Regeln, um Informationen automatisiert universell miteinander auszutauschen, das Internetprotokoll. Das ist nämlich eigentlich alles, was ein Protokoll ist, ist einfach nur eine Anzahl von Regeln, die von Computern ausgeführt wird. Und das Ergebnis davon war, dass wir eine der größten Innovationswellen der Geschichte der Menschheit erlebt haben, das Internet der Information. Ja, wir haben jetzt Twitter, wir haben Memes, wir haben unbegrenzte Videotelefonate. Das Internet hat
ja, den Handel und die Gesellschaft in die Welt maßgeblich verändert. Und wenn wir jetzt mal uns heutzutage anschauen, kann man mehr oder weniger eigentlich nur per Bank eine Überweisung tätigen. Und jetzt passiert eben was ganz Spannendes mit Blockchains. Es gibt die globale Einigung auf Protokolle, wie man universell automatisiert Wert und Geld miteinander teilen kann. Und deswegen sehen wir voraus, dass dieselbe Innovation, wie es im Internet gab, dass es eine wahnsinnige Innovationswelle um Geld, Finanzen, Derivate geben wird, die auch maßgeblich ja, wiederum die Wirtschaft, die Gesellschaft beeinträchtigen werden. Und jetzt sagen Sie sich vielleicht, ja super spannend, aber wie denn eigentlich genau und was ist denn überhaupt eine Blockchain? Und ich werde es jetzt versuchen, allen hier eine Blockchain zu erklären, hoffentlich schaffen wir das. Eine Blockchain ist eigentlich nur eine ganz, ganz simple Datenbank mit ganz simplen Einträgen. Aber es gibt ganz viele Kopien von dieser Datenbank und jeder in der Welt kann sich diese Kopie herunterladen und kann neue Einträge in diese Datenbank, kann er auch mit verifizieren. Und jetzt machen wir ein Beispiel, dass Bob eine Bitcoin hat und die möchte Alice schicken. So, diese Transaktion geht raus an das Netzwerk und diese prüfen, A, hat Bob überhaupt eine Bitcoin, die er versenden kann und B, hat Alice überhaupt eine Geldbörse, mit der sie Bitcoin empfangen kann. Und wenn die sich dann alle einig sind, dass das der Fall ist, dann hat Alice die Bitcoin bekommen. Und das war's auch schon. Das ist eigentlich alles, was eine Blockchain ist. Und dieses System ist halt unglaublich sicher, da alle Teilnehmer untereinander sich in Schach halten und auch wenn man sozusagen boshafte Akteurin hat, über Konsensus werden die ausgeglichen. Und der ganz, ganz wichtige Faktor und entscheidende Faktor jetzt ist, dass dieses System komplett transparent und offen ausgeführt wird. Das ist nicht wie die Server von der Deutschen Börse, die irgendwo versteckt liegen und keiner weiß, was da eigentlich passiert. Sondern die, ja genau, aber keiner kann da reinschauen. Ne? Und bei diesem System kann halt wirklich jeder sich den Code runterladen und inspizieren und verifizieren. Es gibt Peer Review. Das heißt einfach, jeder kann diesen Code sich anschauen, das System, wie es funktioniert und überprüfen. Und das Ergebnis ist, dass es Vertrauen schafft. Und deswegen ist die Eigenschaft von Blockchains ist Vertrauen. Und wenn Sie sich mal überlegen, wie viel Geld und Zeit Sie eigentlich für Vertrauen ausgeben. Ja, das ist zum Beispiel Ihr Vermögensberater oder Ihre Bank, die sich über Jahrhunderte einen vertrauenswürdigen Ruf aufgebaut hat, damit Sie auch Ihr Geld anvertrauen. Zahlen Sie aber auch ganz ordentliche Gebühren für diesen Vertrauen. Dann zum Beispiel sind Sie vielleicht mal für ein Meeting um die halbe Welt geflogen, um einfach im persönlichen Gespräch das Vertrauen aufzubauen. Aber diese Reise hat auch einfach Zeit und Geld gekostet. Jetzt überlegen Sie sich, dass in der Zukunft diese Kosten für den Vertrauensaufbau eigentlich theoretisch entfallen können. Und das kann wirklich fantastische Auswirkungen haben, wiederum auf den Handel und auf die Weltwirtschaft, weil einfach dadurch Handel extrem schnell und effizient wird, weil alle Kosten, die eben für Vertrauensaufbau anfallen, eigentlich nicht mehr nötig sind. Und ich werde jetzt probieren, Ihnen drei konkrete Beispiele zu geben, wie diese ja, fantastischen Auswirkungen jetzt auch schon in der Welt bestehen. Denn Blockchains kann man nicht nur für Geldtransfer verwenden, vorhin das Beispiel von Bitcoins, sondern zum Beispiel auch als Technologie, um völlig neue, freie und ultraeffiziente Marktplätze zu generieren, zum Beispiel Server-Marktplätze. Ja, wenn Sie sich überlegen, sagen wir die Cloud von Microsoft. Also da mieten Sie ein paar Server von Microsoft, die werden bereitgestellt, da ändert sich dann nicht mehr viel und Microsoft stellt Ihnen das einfach mit einer schönen Marge in Rechnung. Und jetzt können wir hier mit Blockchains, mit Microsoft einfach von einem Protokoll ersetzt, was einen ultraeffizienten Marktplatz generiert, und zwar aus folgenden Gründen. Weil A, es gibt keine Entität mehr in der Mitte, die A, eine Marge erhebt, aber auch entscheidet, wer kommt eigentlich hier als Anbieter für Server kommt dazu, sondern ist komplett, ein neuer Anbieter kann seine Server hinzufügen und zwar das mit null Kosten, weil es gibt keine Verträge mehr zu unterschreiben, es gibt nichts zu verhandeln, sondern muss einfach nur das Protokoll herunterladen, was eben auch transparent ist und automatisch ausgeführt. Das heißt, es gibt auch keine Kosten für Überwachung und Vollstreckung von Missverhalten, weil technisch gesehen ist Missverhalten gar nicht mehr möglich. Und das Ergebnis ist dann, dass diese Server permanent miteinander im Wettbewerb stehen, um sich das beste Produkt zum besten Preis anzubieten. Wenn Sie jetzt hier zu Microsoft zurückkommen, die Server von Microsoft, die stehen nicht miteinander im Wettbewerb, sondern die wurden einfach mal aufgesetzt, die laufen. Hin und wieder gibt es mal einen Innovationszyklus. Und theoretisch denken wir, ja, es gibt ja den Wettbewerbsdruck, ich könnte in die Google oder die Amazon Cloud wechseln. Aber in der Praxis können Sie das gar nicht, weil wenn Sie mal eine Softwarefirma auf der Microsoft aufgebaut haben, die technischen Kosten wirklich rüber zu wechseln, sind viel zu hoch, um tatsächlich Wettbewerbsdruck auf Microsoft auszuüben. Und da haben wir ein Beispiel von einem Protokoll,
wo jeder in der Welt seine Server anbieten kann, um die Berechnung von Livestream-Videos anzubieten. Und alleine dadurch, dass es offen ist für jeden, haben dann chinesische Bitcoin-Schürfer herausgefunden, dass sie noch einen alten Chip haben, mit dem sie einen Livestream für 37 Cent anbieten können, für den die Amazon Cloud aktuell noch gerade $150 berechnet. Ja, also wir gehen von $150 auf 37 Cent runter. Ein weiteres Beispiel ist Arweave. Das ist ein Protokoll, wo Server miteinander im Wettbewerb stehen, um dauerhaft Webseiten zu hosten. Wir haben nämlich das Problem, dass unser Internet eigentlich verrottet. 90% aller Webseiten-Links funktionieren nach 20 Jahren nicht mehr. Und das Ergebnis ist nämlich, dass zum Beispiel von 70% aller Links in Harvard, in den akademischen Journalen von Harvard, die funktionieren nicht mehr, die sind tot. 50% der Links in den Meinungen des obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, die funktionieren auch nicht mehr. Das heißt, die ganze Argumentation dieser Veröffentlichungen, die ja sehr, sehr wichtig für die Gesellschaft sind, die sind eigentlich völlig hinfällig. Und jetzt können Sie mit Arweave für 5 Cent eine Webseite deployen, und die wird für die nächsten 100 Jahre garantiert gehostet und wird immer verfügbar sein. Und es kostet sie einmalig 5 Cent. Drittes Beispiel, von dem wir jetzt schon Blockchains wirklich Außerordentliches bieten, ist MakerDAO. Das ist auch ein Protokoll, wo ich innerhalb von 30 Sekunden mir ein 20 Millionen Dollar Darlehen ausstellen kann. Und zwar, ich verankere dort ganz sicher mein Kollateral, mein Deposit, mein Fund auf der Blockchain. Und kriegt dann sofort das Darlehen für diesen Wert. So, und irgendjemand hier, wenn ich jetzt als Consumer-Darlehen bei der Sparkasse statt 12% zu bezahlen, zahle ich hier 1,5%. Zusätzlich habe ich noch den mathematischen Beweis, dass mein Pfand, dass mein Kollateral nicht veruntreut werden kann. Oder beziehungsweise irgendwann die Sparkasse ankommt, naja, wir können ihr Darlehen zurückzahlen, weil sie irgendwas im Kleingedruckten verpasst haben. Und ich glaube, ich kann vielleicht die Bedeutung von dem nicht überziehen. Wenn Sie mal überlegen, die Bankindustrie ist 4000 Jahre alt, das Kernprodukt ist das Darlehen und das ist jetzt von einem globalen, geteilten Computer, der Vertrauen als Funktionalität anbietet, komplett ersetzt worden und auch nochmal 10-mal einfacher gemacht worden. Und ich bin mir natürlich bewusst, dass Banken jetzt nicht morgen verschwinden werden. Sie sind einfach Teil unseres Weltbildes. Wir sind mit Banken aufgewachsen, die gehören einfach dazu und deswegen alleine schon haben Banken sehr, sehr starke Netzwerkeffekte. Aber wenn Sie sich mal vorstellen, wenn die kommenden Generationen, die mit der Blockchain auch als Weltwelt aufwachsen, ob die eigentlich noch ein Verständnis haben für eine Bank, die kleingedruckt ist und irgendwelche Strafzinsen hat? Ich glaube nicht. Und wir sind noch sehr, sehr früh im Internet des Geldes. Wir sind jetzt gerade sozusagen in der Phase, wo wir hatten die erste Blase. Wir sind jetzt in der Phase, wo sich eben die gesellschaftlichen Änderungen, aber auch regulatorische Änderungen stattfinden, die die breite, massenhafte Anwendung von Blockchain-Technologien ermöglichen. Und wir glauben aber, dass es dann eben auch eine Welle von Innovationen, vor allen Dingen auch Wohlstand eben auslösen wird, weil man jetzt eben Vertrauen als Technologie hat. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse an Blockchains erwecken können. Kommen Sie gerne auf mich zu, ich erzähle Ihnen mehr im privaten Gespräch.